Hallo ihr Lieben, ich habe gerade keine Ahnung, was das für eine Erntemaschine ist. Sie fährt ganz langsam. Ja, ich stehe hier am Rande eines Feldes, weil hier wird gleich die Kapp verbrannt. Für Leute, die nicht wissen, was das ist, Kapp, Kirchweih, je nachdem, Ort und so weiter, wird das ja unterschiedlich benannt. Ja, da wird die Kapp verbrannt. Ja, warum mache ich darüber ein Video? Ich mache ein Video, weil ich eine bestimmte Fotoidee habe und ich versuchen möchte, das aufzunehmen. Im Grunde kann ich es euch erst im Nachhinein sagen, ob es geklappt hat, aber ich möchte das Feuer haben, ich möchte es möglichst dunkel haben, also ne, nicht überbelichtet. Und die Menschen, genauer gesagt die Kappasch, die außen rumstehen, die möchte ich als Silhouette haben. Das ist so mein Plan. Und eigentlich sollte das auch gut klappen. Es ist hell. Also das Feuer ist hell. Und das ist halt Schatten. Ja, ich höre gerade, dass die Jungs kommen. Deswegen packe ich jetzt die Kamera ein und die große Kamera aus. Ihr habt wahrscheinlich eh nur dieses Gequietsche drauf von dieser Erntemaschine. Ja, und ich bin gespannt, ob mit dem 40, 150, ob das langt. Vielleicht hätte ich auch das nächste mitnehmen sollen. Ihr seht gleich Bilder und vielleicht einen Abschluss, wenn ich zu Hause bin, und eine kleine weitere Erklärung, wenn mir was auffällt. Wie ihr sehen könnt, die Idee, die ich morgens hatte, die ist geglückt. Ich kann euch an der Stelle nur sagen, ihr braucht eine Telebrennweite. Weitwinkel ist absolut fehl am Platz, weil ihr sonst das Lagerfeuer im Hintergrund zu klein habt. Ihr wisst ja, ne? Bildwinkel und so. Noch mehr Brennweite wäre fast besser gewesen. Sollte ich das nächstes Jahr nochmal machen, nehme ich doch tatsächlich mein 100-400 mit. Belichtungszeit ist eigentlich kein Problem, weil ihr müsst auch ein bisschen abblenden, um einfach auch eine gewisse Schärfe zu haben. Und ja, die ISO war hoch, die Bilder wurden dann natürlich entrauscht, ein bisschen geschärft, in Lightroom bearbeitet. Also alles das, was man eben so macht mit RAW-Bildern. Und ihr könnt das garantiert auch. Versucht euch einfach mal und geht raus und macht Fotos. Wer übrigens mag, an dieser Stelle, ihr habt ja die Einblendungen gesehen für meinen WhatsApp-Kanal,
wichtig, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Mein Zweitkanal, wenn ihr mal live dabei sein wollt, Fragen stellen wollt, das ist ein Zweitkanal von mir. Ihr habt das alles eingeblendet, das gibt es aber auch unten in der Videobeschreibung. Und wer mag, der darf mir auch gerne mal einen Kaffee spendieren. Oder überhaupt mal unten hingucken, da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss, euer Sven.